Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton. Tippe auf einen Bereich, um ihn zu untersuchen. Damals gab es also auch schon die Ausrufezeichen mit den Hinweisen zum Rätsel. Guten Tag, werter Herr. Wir würden gerne das Dorf besuchen. Können Sie die Brücke herablassen? Franco. Sehe ich so aus, als würde ich die Brücke für zwei geschniegelte Fremde wie euch hinablassen? Ihr habt vielleicht Nerven. Wir haben hier eine Einladung von Baron Dahlia. Würde das eventuell Ihre Meinung ändern? Von der Baronin? Wenn das so ist, könnte ich mir das mit der Brücke nochmal überlegen, Herr Pikfein. Vielleicht, leider ist der Motor kaputt. Und ich kann diese dumme Brücke nur mit der Handkurbel bewegen. Es gibt hier so vermaledeit viele Schächte für die Kurbel. Und ich weiß nicht, welchen ich verwenden soll. Also, Schlauberger. Welcher ist denn nun der richtige? Rätsel Nummer 2. Kurbel und Schacht. 15 Pikarat wert. Es gibt nur einen Weg, die Brücke herunterzulassen. Die Kurbel muss in den richtigen Schacht. Untersuche den Umriss, der genau zur Kurbel passt. Berühre die Kurbel, um die Ansicht zu ändern. Eine Ecke zwischen den beiden hier. Ich nehme jetzt mal die 1. Richtig. So klappt es. Moment, ich lasse sie hinunter. Wie gesagt, ich lasse ja nur ungern Außenstehende zu uns nach St. Mystère. Aber für Gäste von Baronin Dahlia will ich mal eine Ausnahme machen. Grüßen Sie sie von mir, ja? Kurbel und Schacht steht nun im Rätselindex. Wir sind endlich in St. Mystère. Wie aufregend. Was uns hier wohl für Geheimnisse erwarten? Hahaha, nun Luke. Das werden wir gewiss bald erfahren. Aber pass auf, dass deine Wachsamkeit nicht von zu viel Begeisterung getrübt wird. Ach ja, Luke. Ich sollte dir wohl besser erklären, wie wir uns von Ort zu Ort bewegen können. Berühre einfach das Schuhsymbol unten rechts auf dem Touchpad. Auf dem Touchscreen mit dem Touchpad. Und noch erscheinen die Pfeile. Das kennen wir eigentlich alles schon aus dem zweiten Teil, deswegen werde ich das schon mal skippen. Und hier sind schon die ersten Leute zu sehen. Und hier hinten bewegt sich ein Fass. Ich weiß zwar nicht warum, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Schmorbert. Hehe. Ihr seid mir zwei fesche Gestalten. Ihr seid neu hier in St. Mystère. Nicht wahr? Ich heiße Schmorbert und habe einen kleinen Tipp für euch parat. Man kann das Fass dort neben der Tür mit dem Touchpen berühren. Nicht fragen, ausprobieren. Eine Hinweismünze. Hä, gut, nicht wahr? Hier im Dorf nennen wir das, was ihr gefunden habt, eine Hinweismünze. Wenn ihr mal vor einem richtig schwierigen Rätsel steht, seid ihr für jeden Hinweis dankbar.
Und genau dann könnt ihr euch mit euren Hinweismünzen wieder auf die Sprünge helfen lassen. Jetzt denkt ihr sicher, dass sich alle Rätsel damit wie von selbst lösen lassen, was? Weit gefehlt. Es gibt nämlich nur eine begrenzte Anzahl an Hinweismünzen. Also setzt eure Münzen sparsam ein. Sonst steht ihr später vor einer ganz harten Nuss und wisst nicht weiter. Dann habt ihr den Salat. Übrigens steckt die Hinweismünzen nicht immer in Fässern. Untersucht alle verdächtigen Objekte. Alles klar soweit? Gut, man sieht sich. Ich werde in diesem Teil auch keine Hinweismünzen benutzen, so wie im letzten Teil. Link. Willkommen in Sonnenmysteria. Wir sind besonders für eines bekannt, unsere Rätsel. Ach, und bevor ich es vergesse, für jedes gelöste Rätsel erhaltet ihr eine bestimmte Anzahl Pikarot. Je schwieriger das Rätsel, desto mehr Pikarot bekommt ihr dafür. Man sagt, es geschehen wunderbare Dinge, wenn man genug Pikarot hat. Na, da ist doch was. Ihr könnt gleich mit diesem kleinen Rätsel üben. Denkt gut nach, bevor ihr antwortet. Rätsel Nummer 3. Seltsame Hütte. 10 Pikarat wert. Ach, Hüte. Nicht Hütte. Entschuldigung, Leute. Diese 4 Zylinder sind alle gleich hoch. Nur ihre Krempen sind verschieden breit. Mit anderen Worten, die Höhe ist stets dieselbe. Nur die Breite ist von Hut zu Hut verschieden. Einer der 4 Zylinder hat eine Krempe, die genauso breit ist wie der Zylinder hoch. Welcher ist es? Ich versuche mal... Ich nehme mal A, weil B sieht mir zu klein aus, D sieht mir zu groß und C sieht mir auch zu groß aus. Wir haben es richtig gelöst. Und man sollte hier auf eine optische Täuschung reinfallen. Bravo! Offenbar habt ihr den Bogen raus. Manchmal muss man einfach nur alle Möglichkeiten einmal ausprobieren. Aber es gibt auch viele Rätsel, die sich nicht durch bloßes Probieren lösen lassen. Wenn ihr falsch antwortet, bekommt ihr für das Rätsel weniger Pikarot. Ganz schön gemein, nicht wahr? Aber daran seht ihr, wie wichtig es ist, gut nachzudenken und selber auf die Lösung zu kommen. Na dann, viel Glück. Ich drücke euch die Daumen. Rätsel Nummer 3, seltsame Hüte, steht nun im Rätselindex. Was baumelt denn hier noch rum? Gehen wir zur Tür rein. Finden Sie nicht, wir sollten uns zur Villa begeben, Professor? Doch, wir können uns mal in Richtung Villa begeben. Professor, sollten wir nicht vielleicht den Stand unserer Ermittlungen festhalten? Das ist ein brillanter Vorschlag, Luke. Lass mich dir erklären, wie du deinen Fortschritt speicherst. Das ist wieder ein kleines Tutorial, das ich wieder überspringen werde. Scheue dich nicht, den Koffer für unsere Ermittlung zu verwenden. Du gewöhnst dich bald daran. Aber genug erklärt, lass uns zur Villa Reinhold gehen. Ein Pfeil wird uns den Weg auf der Karte zeigen. Wir müssen nur in die entsprechende Richtung gehen. Schau auf den oberen Bildschirm, da ist mein Ziel und da sind wir. Gehen Sie voraus, Professor. Kapitel Nummer 1. Zur Villa Reinhold. Begib dich zur Villa Reinhold im Osten des Dorfes. Ja, wir speichern hier.
Und genau hier wird's in der nächsten Folge weitergehen. See you later, Leute!